Hallo, liebe Freunde des Grenzwertigen und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus oder auf einer Wellenlänge sein. Jeder von uns hat diese Sprichwörter schon einmal gehört. Und unser heutiges Thema sind Frequenzen. Vom Augenblick unserer Geburt an, ja bereits im Mutterleib, werden wir durch unsere Umgebung geprägt. Von klein auf lernen wir dann nicht nur, wie wir gehen, stehen und sprechen müssen, sondern auch, was wir von uns, Gott und der Welt zu halten und zu erwarten haben. Um wirklich wir selbst werden zu können, müssen wir das Erlernte daraufhin sichten und prüfen, ob es unsere Selbstverwirklichung fördert oder hindert. Diesen Prozess der Selbstfindung bezeichnet man als die Befreiung von erziehungs- und umweltbedingten Suggestionen. Man unterscheidet dabei zwischen drei hauptsächlich physikalischen Blockierungen. Erstens die kritisch-logische Blockierung, zweitens die intuitiv-emotionale Blockierung und drittens die ethisch-moralische Blockierung. Es geht also vor allem auch darum, das Lernen zu lernen. Im Alltag ist der Mensch, die Natur, die Tierwelt und sogar das Universum und die Erde selbst dauerhaften Frequenzen ausgesetzt. Beginnend mit den naturalen Geräuschen, wie zum Beispiel wehende Blätter über dem Boden in der Natur- und Pflanzenwelt, fließende Flüsse im Zyklus der Erde und deren Kreisläufe, zwitschernde Vögel in der Tierwelt und die Frequenzen, die durch den Einfluss des Menschen entstanden, wie zum Beispiel Maschinenfrequenzen, die sich durch Automotoren oder der Industrie entwickelten. Aber sind wir uns auch deren Folgen bewusst? Zumindest wurde bewiesen, dass Frequenzen eine gute sowie auch eine schlechte Wirkung auf den Körper und Geist übertragen können. Ein gutes Beispiel dafür das Emoto-Reisexperiment. Es zeigt, dass sich drei Gläser mit denselben Reiskörnern, die aber mit unterschiedlichen Emotionen behandelt werden, Glas 1 mit Liebe, Glas 2 mit Hass und Glas 3 mit keiner Emotion zugesprochen wurde. Ergebnis: Glas 1, das mit Liebe angesprochen wurde, war unverändert und der Reis sah essbar aus. Glas 2, das mit Hass angesprochen wurde, wies starke Schimmelbildungen auf. Glas 3 verfiel dem natürlich biologischen Zyklus, wobei alle drei Gläser 3 Wochen unberührt nebeneinander standen. Es beweist, dass emotionale Aussagen einen Einfluss haben. Wir betrachten ein weiteres Experiment. Die Anwendung unterschiedlicher Musikstile bei gezüchteten Pflanzen in geschlossenen Räumen. Die Pflanzen in den Räumen, wo stets klassische Musik und indische Musik erklang, gedeihten prächtig und entwickelten große Wurzeln. Sie neigten sich so stark, manche bis zu 60 Grad, der Musikquelle zu, dass sie den Lautsprecher beinahe umarmten. Die Pflanzen in den Räumen mit Rockmusik vertrockneten und gingen schließlich ganz ein. Auch unter der Einwirkung bestimmter Töne bilden Metallspäne, Sand oder Flüssigkeiten organische Muster, die an Seeigel oder spiralförmige Muschelschalen erinnern. Der Klang von Mantramusik, also Meditationsklängen, erzielte ein geometrisch ausgerichtetes Muster. Labore in England analysierten die Wellenflächen, also die Fläche einer Welle, deren sämtliche Punkte den gleichen Schwingungsgrad besitzen, verschiedener Musikarten, indem sie die Klänge durch einen Solenoid schickten, eine stromdurchflossene zylindrische Drahtspule, die wie ein Magnetstab wirkt. Als die Wellenflächen des letzten Akkords von Händels Messias grafisch dargestellt und übereinandergelegt wurden, ergaben sie einen vollkommen regelmäßigen fünfzackigen Stern. Ein bekannter Komponist und Dirigent namens Alan Hofhannes
beschrieb wie folgt. Als Musik noch Melodie und Rhythmus, als jede melodische Kombination noch ein Geschenk der Götter und jene rhythmische Kombination ein Mantra war, das die Naturkräfte zu erschließen vermochte, galt Musik als ein Mysterium der Elemente des Planetensystems, der sichtbaren und unsichtbaren Welten. Die alten musikalischen Schulen glaubten, dass die Musik die Brücke sei, die alle Dinge miteinander verbindet. In der Nachfolge des pythagoreischen Denkens stellten sie einen heiligen Kanon dieser spezifischen Harmonien, Intervalle und Proportionen zusammen, die sogenannten Bindetöne. Wenn die Menschen bestimmte Tonfolgen hören, dann synchronisieren sich die Rhythmen ihrer Zellen, ihres Körpers und Geistes angeblich mit den Rhythmen der Planeten und Pflanzen, der Erde und des Meeres. Unstimmigkeiten zwischen Körper und Geist verschwinden. Man meinte, diese bestimmten Töne und Rhythmen würden das Leben bereichern, es gesünder und erfüllter machen. Durch die Musik, die Brücke zum Kosmos, wurden Körper und Geist sich höheren Kräften und einem gesteigerten Bewusstsein geöffnet. Da die Musik Mikrokosmos und Makrokosmos miteinander verbinden könnten. Ein letztes Beispiel sind die Experimente von Nikola Tesla und Schumann. Ein interessantes Forschungsprojekt von Tesla, bei dem es um die sogenannte 7,8-Hertz-Frequenz geht, ergab, dass diese Frequenz eine zerstörerische Wirkung hervorruft, wie Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche und mehr. Außerdem wurde mit diesem Versuch festgestellt, dass eine Zellveränderung, egal ob beim Menschen, Tier oder in der Natur, beeinflusst wurde. Einige Menschen wissen, dass beispielsweise beim Militär die 7,8 mm Munition eine sehr begehrte ist. Ebenso wird diese 7,8 Hertz-Frequenz auch bei HAAP-Projekten eingesetzt, die auch als Mind-Control- oder Wettermanipulationsmechanismen ergriffen wurden. Sie erzeugen Radiowellen, die mit der Erde resonanzfähig sind. Sie dringen nicht nur in die Erde ein, sondern verstärken sich noch dazu, so dass es zur Ausbildung gewaltiger Wellen kommt, die über lange Zeit stabil bleiben können. Ein Beispiel ist der Einsatz von 7,8 mm Munition, die die NATO für das G3-Gewehr und für das MG1 verwenden. Warum wird diese Frequenz verwendet, obwohl erwiesen ist, dass sie einen schlechten Einfluss auf alles hat? Lassen wir uns also gezielt durch Frequenzen beeinflussen? Die Wahrscheinlichkeit ist jedenfalls höher, als dass es nicht so ist. Wir bedanken uns jedenfalls dafür, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und dir das Video angeschaut hast. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Und wenn das so ist und du grenzwertig noch nicht abonniert hast, dann abonniere doch unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Es wäre super, wenn du uns unterstützt, indem du das Video teilst. Und wir hoffen, wir sehen uns zu unserem nächsten Film wieder. Bis dahin. Ich will dich. Abonniere jetzt grenzwertig.